Und dann müssen wir jetzt irgendwie, ich würde, wie ich es vorher schon mal geplant habe, das muss ich aktivieren. Dann brauche ich Zugang zu Wasser. Wir werden hier unten was erhitzen. Und Strom und alles. Haben wir dann Ausgang für Sauerstoff? Wenn nicht. Der Gasfracht, wo haben so viel Sauerstoff weggehauen? Wow. Okay, wie machen wir das? Wir müssen jetzt einmal das hier überbrücken. Das da kommt weg. Das wird mit dem Ausgang verbunden. So, wo waren wir das? Freudito. So, und das bauen wir dann. Da geht's raus, nicht wahr? Ich hoffe, das geht. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ich weiß nicht, ob das geht. Wir bauen das einfach mal so runter. Hier an dem Weg. Darunter. Wir nehmen Keramik. Was mache ich denn da für einen Blödsinn? Ich baue doch nicht mit Keramik. Was ist denn mit mir? Wir bauen aus köstlichem mafischem Gestein. Gut. So, da geht's raus, da geht's runter, hier geht's rüber und da rein. Okay, damit hätten wir das. Wir brauchen Eis. Wir müssen dann sofort Leute losschicken, die graben. So, hier kam ein kurzer Tunnel rein. Dann hier einfach ein Bottich. Perfekt. Obwohl, nee, nee, wenn ich schmelzen will, dann nicht sowas. Dann nicht so, sondern anders. Ich würde hier reingraben und einen kleinen Bereich einfach erhitzen. Und zwar hier rein, damit die reinrennen können. Ja, wo? Natürliche Höhle hätte ich gerne. Das heißt, von oben reingraben wäre eigentlich besser. Wir bräuchten auch veredeln, wollen wir das Temperatur, Klima. Flüssigkeitswärme brauchen wir. Machen wir mal das Thermium. Und dann hier in der Mitte. Wir graben uns hier oben durch. Gut. Damit hätten wir das. Wir bräuchten dann noch eine Tür, damit wir nicht so viel Sauerstoff verlieren. Also, Tür machen wir später. So, wir hatten das. Dann brauchen wir noch Automatisierung. Und zwar einmal. Was war das? Einen Tick. Tick, 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 tick. Was war das? Zyklussensor? Nee. Timer. Also wir bräuchten einmal einen Timer. On, off, okay, so geht das. Temperatursensor hätte ich auch noch gerne, aber das können wir uns gerade nicht leisten. Wenn es kaputt geht, geht es kaputt. Woraus besteht der? Blei. Ein Timersensor aus Blei ist nicht so schön. Nicht, dass es hier schmilzt, obwohl bei der Temperatur hier sollte das eigentlich nicht passieren. Obwohl, wir hätten doch gerne ein Dingens. Wir nehmen mal. Obwohl, wir können das schon ein bisschen zu Gas umwandeln. Das sollte kein Problem sein. Ich müsste das nur einmal manuell abschalten können. Upp. Timer. Upp. Und dann ein Und. Perfekt. Den ist aus Blei. Das ist nicht gut. Weg damit. Aus Eisen. Ist immer noch da. So, wupp.
Wupp und wupp. So, dann braucht er noch Kabel. Wie viel Strom verschlingt denn der? 960 Watt. Das ist knapp dran. Für eine Batterie. Temperatur ist daraus noch 224. Ich könnte es mal ein bisschen weiterlaufen lassen, damit das noch weiter abkühlt. Es geht, aber langsam. Okay, damit hätten wir das. Nahrungsmittel. Wir brauchen Strom. Wir werden hier Strom erzeugen. Habe ich Kohle mitgenommen? Wenn ich schlau bin, dann hätte ich Kohle mitgenommen. Ich habe sehr wenig Kohle mitgenommen. Okay, das geht nicht. Dann werden wir halt mit Hamsterrädern alles betreiben müssen. Wie viel Strom erzeugen die pro? 400 Watt. Ist fast gar nichts. Wenn wir schlau sind, bauen wir relativ schnell Solarzellen auf. Wir planen die schon mal. Wir können da hochrennen. Ich werde also erstmal die auf der Seite bauen. So, das ist ganz nett. Wie viel Strom erzeugen die denn? 380 Watt. Viel ist es nicht, aber es geht. So, dann nehmen wir mal Starkstromkabel. So, die bauen wir bis hier runter, bis dahin und da runter. So, ein paar dort, ein paar hier, ein paar dahin, sehr gut. Gut, dann die nächste Leiter, die kommt hier hin. Wupp, 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 wupp. Gut, dann ihr dürft alle rein, aber ihr dürft schon mal bauen. So, viel Spaß. So, natürlich verbrüht die sich ein bisschen, aber das sollte jetzt nicht allzu schlimm sein. So, wir haben 84.000 Kilokalorien hier. Das geht noch eine kurze Zeit. Gott, das ist über 100 Grad. Ich hoffe, die werden nicht alle krank. Da verletzen sich jetzt alle. Außer Rowan natürlich. Es ist gut, dass sie hier aufs Klo gehen. Das kühlt das alles ein bisschen ab. Gut, Rowan hat sich schon mal verletzt. Ihn sollte eigentlich jemand abholen. Warum macht das niemand? Weil Joshua da sind. Er da liegt. Hier kommt Rowan rein. Oder haben wir noch einen anderen Rowan? Nee. Dankeschön. Und wer ist denn jetzt da? Oh, ist wieder Rowan. Noch jemand. Ist der nächste? Lyra. Lyra, Lyra. So, dann bauen wir mal das nächste Hamsterrad weg. Damit wir noch ein Bett aufbauen. Thank you.
Gut, die graben noch. Hätten wir jetzt nicht unbedingt begraben müssen. Jetzt wird das da oben auch nicht begraben. Einfach das da unten, kommt schon. Speichert er wieder ewig. Das mag ich nicht. Ich frage mich, ob ich in den Entwicklermodus reingehen soll und auf Magmato einfach alles entferne. Jedes bisschen, jeder Rest. Damit es einfach schneller speichert und schneller spielt. Da komme ich zwar nie wieder an die Sachen dort ran, aber es geht schneller. Dann hätte ich aber leider wo war das? Dann würde ich wahrscheinlich diesen Haken dort verlieren. Ich weiß nicht, macht mir das was aus? Hätte ich damit ein Problem? Das zerstört ein bisschen mit dem Kabel. Kann ich da eine Leiter reinbauen? Kann ich. Gut, dann machen wir das noch. So, die Zellen werden schon mal gebaut, damit kriegen wir noch mehr Strom rein. Mehr Energie. Schön. So, da wird nochmal Sauerstoff. Den würde ich... Ah, wir haben es schon hingeliefert. Würde ich einmal bis dahin liefern. So, Notfall der Sauerstoff ist hier. Dann können wir einmal das Kabel weiterbauen. Das muss jetzt, das hat jetzt Prio. Das hat Prio, damit wir... Und ich brauche eine Batteriefarm. Damit wir die Energie speichern. Die Batterieform hat eigentlich Prio, damit wir dir erstmal die Energie nicht wegwerfen. Ja, was war das jetzt? Batteriefarm, die können wir erstmal da reinbauen. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Oh, sehr gut. So, warum ich das Eis nicht abbaue und da reinklatsche, ist, würde man das Eis abbauen, da würde man die Hälfte an der Masse verlieren. Ist leider so. Alles, was man abbaut, also abgräbt, verliert die Hälfte an der Masse. Und wenn man es einschmilzt, dann nicht. Kriegt man das voll heraus. Sinkt immer schneller. Oh, so, wir haben noch einen Verkaufsautomat. Da sollte eigentlich noch ein bisschen was zum Essen drin sein. Das würde ich zur Not rausnehmen. So, Timer-Sensor. Wir stellen das mal auf eine Sekunde. So, den deaktivieren wir mal kurz. Den würde ich auch einmal aktivieren. Vielleicht kriegen wir da irgendwas Besonderes raus. Vielleicht Essen. Darum geht's. Das können wir eigentlich auch noch zumachen.
So, das können wir noch weggraben. So, nächster Druck nicht verfügbar. Das würde ich bitte einmal aktivieren lassen. Dankeschön. Gut, perfekt. Wir kriegen Schubwühlmäuseier, die können wir essen. So, da fließt die ganze Zeug runter. Ach du meine Güte. Eigentlich bräuchten wir Toiletten, aber was soll's. Ich werde jetzt nicht Erde dafür aufwenden. Die sind alle ziemlich angespannt. Es könnte noch ein Problem geben. Besonders nahrungsmitteltechnisch. Applikantenaktion. Wart auf Lieferung, Thermium. Die bauen sowieso erstmal das da oben. So, wir könnten hier noch einen Paukpanzer essen. No problemo. Können die da nicht hin, oder was ist da los? Wir können hier runter und da hin. Sollte gehen. Das ist Granit. Das ist Granit. Vielleicht sind das auch ein paar Leute, die gerade mal durchdrehen und deswegen nicht gearbeitet haben. Es wird immer furchtbarer dort. So, Solarzellen noch nicht. So, Batterien haben wir. Kommt auch ein bisschen Energie. Ich weiß nicht, wie viel Strom wir hier reinbekommen. Ich glaube, relativ wenig. Ja, Spitzenlicht 10.000 Lux. Ich glaube, das ist ein Drittel von dem, was ich auf Magmato bekomme. Nee, sogar ein Viertel. Ja, das ist sehr wenig Strom. So, wir machen 10.000 Kilokalorien. Wie viel haben die gegessen? Da muss jemand super satt sein. Naja, gut, drei Zyklen können die noch durchhalten. Warum kommt da kein Sauerstoff raus? Habe ich nichts mehr im Lager oder was? Doch, habe ich. Was ist denn dann los? Was ist das Problem? Kein Strom. So, ich würde das mal auf einen Kühlschrank umstellen. So, Leute, räumt ihr das mal weg? Okay, wir zerlegen mal die anderen Kühlschränke, die machen mal wieder nichts. Da macht jemand eine Wand kaputt. Von der Rakete. Okay, jetzt nicht geschafft. Sehr gut. Okay, Sauerstoff haben wir wieder. Sollte ich die Rakete mal mit dem Hauptsystem verbinden? Nö, geht nicht. Wahrscheinlich brauchen wir eine Stromverbindung in der Rakete. Die können wir doch vielleicht bauen. Stromanschluss, Steckdosenanschluss. Bam. Das wird ein bisschen die Systeme hier grillen.
müssen wir es auch noch schnell umbauen. Wenn wir die Rakete wieder abreißen, geht das sowieso. Ja, ist etwas teuer. Das würde ich sogar oben gar nicht mal mehr bauen. Das oben kann weg. Ebenso mit der Batterie, die kann weg. Wir bauen da unten keine Batterie mehr. Wir brauchen keine Batterie mehr hier. So, viel Spaß beim Bauen. Die kleineren Kabel können weg. So, jetzt wird mir auch draußen verbunden. Ne, noch nicht. Immer noch nicht. Ah, wir brauchen eine Zelle, eine Solarzelle. Kann ich die bauen? Ja, kann ich. Perfekt. Einmal bauen. So, die brauchen wir unbedingt, damit wir damit verbunden sind. Ja, damit hätten wir das. Hoffe ich. Ich hoffe, damit ist die Rakete automatisch verbunden. So, jetzt schauen wir mal auf Starkstrom. Aktuelle Lasten, potenziell 0, Auftrag, Status, Material, Kühlschrank. Es hat sich alles geändert, da gab es ein Update wohl. Eigenschaften, wo konnte ich nochmal Energie nachschauen? Anforderungen, Inhalt. Aufträge? Nein. Material, Blueprint? Konnte ich denn das nochmal nachschauen? Was war doch hier unter Energie? Ah, Stromnetzübersicht. Okay. Energiezeuger, Hamsterrad. Okay, ich glaube, die sind nicht miteinander verbunden. Dann kann ich das wahrscheinlich nicht so verbinden. Egal, das macht nichts. Die bauen jetzt erstmal ein bisschen weiter. Der ist damit verbunden. Wir haben keinen Strom. Wir sollten dann mal die Toiletten bauen und alles hier, damit sie leben können. Und zwar hier oben drauf. Wir haben ja genügend Steine. So, wir machen erstmal diesen großen Bereich hier frei. Hier ab dem Deckel hier, oder? Warte, 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4. Bob. Das geht nicht. Ich würde sogar noch ein bisschen höher bauen, aber es geht nicht. 1, 2, 3. Wupp. 1, 2, 3. Dann müssten wir halt nur eine Dreierhöhe haben. Ich meine, für die Betten oben geht's. Das ist kein Problem. Die können etwas niedriger sein, damit habe ich kein Problem. So. Stationen. Basis. Komfort. Möbel. So, komfortables Bett. Wir hätten sogar noch Plastik da. Die sind etwas groß. Wir bräuchten einen Riesenturm. Ich würde erstmal Feldbetten bauen, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das passt auch nicht. Das passt auch nicht. Wir brauchen dann andere. Wir brauchen die Leiterbetten. Ich hoffe, die brauchen kein Eisen. Wir brauchen bestimmt Eisen. Natürlich brauchen die das, aber es geht mit Blei. 1, 2, 1, 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. So. Wir hätten erstmal Platz zum Schlafen. Bup. Und Tür. Bup. So, dann Toiletten. Die kommen dahin. Toiletten. Nein, ich brauche mir sehr viele Toiletten dafür. Die würde ich dann einfach hier reinklatschen. Aus Gold. 1, 2, 3. Wir machen Toilettentürme. Was soll's? Das kann schon passieren. Es ist, sind so wie ein Stockbett Stocktoiletten. Schlimmer wäre Stockplumpsklo. So, Medizin. Die Dusche hätte ich auch gerne. Das heißt, die ist größer, nicht wahr? Die braucht zu viel Platz, nicht wahr?
Braucht sie. Die kommt dann dort rein. Und Waschbecken kommt hier rein, wenn das da nicht wäre. Bop, 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 bop. So, damit hätten wir das. Dann komme ich hier eine Leiter reinbauen. Ich kann auch eine Leiter reinbauen. Vielleicht sogar eine Plastikleiter. Wupp. So, das wird dann hier zugemacht. Ja, nicht ganz. Da nicht. So, dieser Klotz dort, der kann mal entfernt werden. Den brauche ich da nicht. Das kann weg. Das dann nicht. 1, 2, 3, 4, weg damit. So, damit hätten wir das. Dann brauchen wir noch eine Kantine. So, da war die. Plopp. So, natürlich kann ich die Tür dann nicht hinbauen, deswegen reißen wir erstmal die Rückwandobjekte dort weg. So, weg mit diesem Zeug. So, das da unten bitte auch weggraben. Ich brauche das Zeug da unten. So, Tür. Geht der Ziegel. Ich hoffe, das zählt dann noch als ein Raum. Das sollte nicht passen. Wir sind sehr platzsparend hier. So, den könnten wir eigentlich schon fast starten. Ich würde. Ja, nicht. Ätherziegel wären eigentlich nicht schlecht hier. Baue ich hier Ätherziegel rein. Da geht dann sowieso nicht so viel flöten. Wie viel Sauerstoff haben wir noch? Ungefähr die Hälfte. Ein bisschen weniger. So, dann würde ich hier erstmal eine Leiter reinbauen, damit wir das erstmal hier weggraben können, was immer da drunter liegt. Nach links. Wupp. So, kann ich auch den Zeitressöffner abreißen? Nein. Das wäre was. So, da fangen ein paar Leute. Wir ergreifen erstmal den. Durchstöbern erstmal die hier. Dann Paukpanzer, bitte angreifen. Dann starten wir mal hier den Schmelzer. Wenn das funktioniert. So, habe ich ja noch irgendwas zu essen? Ich glaube, wir haben alles weggegessen, was da war. Ja, das ist nicht gut. So, dann sollten wir jetzt schon mal den Mikrobenmatscher aufbauen. Er kommt dahin. Nee. Hier hin. Da ist eigentlich der beste Ort gerade. Ja. So, Mikrobenmatscher. Wupp. So, da brauchen wir zum Essen ein paar Rationsboxen hier. Die kommt einfach hier oben hin. Erstmal kurzfristig. So, das hier ist nicht so wichtig. Wichtiger sind die Sachen da.
Das wird etwas knapp. Das wird etwas knapp. Dass die alles wegen dem Stress einfach alles weggegessen haben, das ist halt doof. Es ist doof. Ja, wenn der Sauerstoff, dann haben wir ein bisschen Wasser, was ich vielleicht mitnehmen könnte. Okay, ja, vielleicht kriegen wir das hin. Wir veredeln, weil ich muss eine Lösung finden. In Salza. So, der Entsalzer kommt dahin. Dann bauen wir da noch ein Kabel rein. Hopp. So, wir können doch Salz mitnehmen von da. Ja, wir graben uns einfach da durch. Da werden es bestimmt ein paar Faugern. Bin ich mir ganz sicher. Ja, das kriegen wir alles in der Zeit nicht hin. Sogar 35 Grad. Nehmen wir trotzdem Gold. So, einmal da rein, einmal da rein. Da kommt Wasser da raus. Das müssen wir irgendwo reinwerfen, irgendwo reinwerfen, irgendwo reinwerfen. Ich brauche noch einen Tank. Ich muss noch einen Tank bauen. Mann. Da brauchen wir noch eine Wasserpumpe. Wir brauchen alles. Ist das ärgerlich. Eigentlich wäre es gut, wenn die hier in der Nähe ist, aber das geht ja nicht. Okay, dann bauen wir das einfach da rein. So, wupp, 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 wupp. Dann geht das hier. Dann brauchen wir noch einen Flaschenauslauf. Wir nehmen den extra Weg und gehen dann darüber. So, das brauchen wir nicht. Hier kommt das gesamte Essen rein, was wir finden. So, Vitalwerte. Ja, das sieht schlecht aus. Da ist noch mehr der Rakete. Jetzt werden halt ein paar verhungern. Es ist halt so. Solange der Großteil durchkommt, ist es mir egal. Wenn so viele verloren, dann ist das halt so. So, jetzt baut er alle, mir egal, was los ist. Obwohl wir so viele haben, sind die echt langsam.